Hallo ihr Lieben und einen wunderschönen, ich weiß jetzt gar nicht, wann die Folge rauskommt. Ich mach's mal einfach. Einen wunderschönen Abend euch. So, wir sind wieder in Dinkum und in Dinkum klappert. So. Aha. Ein Tipp in Sachen Fishing. Okay. Okay. Ein Fishing-Tipp für den Herbst. Ein unbekannter Fisch, bla bla bla, Northern Oceans. Im Norden also. Nein. Ich bin nicht so der Fisherman. Ne? Noch nicht mal der Fisherman Friend. So, jetzt gucken wir mal, wie es unserem Huhn geht. Unser Huhn hat noch Futter. Unser Huhn hat ihn eingelegt. Sehr schön. Hast du fein gemacht. Corn Kid hat wieder zugeschlagen und uns ein Ei beschert. Das ist doch schön. Das ist doch wunderbar. Ne? Das ist doch fein gemacht. Ich habe richtig ein ganz großes Huhn. Ja. So, jetzt lasst uns mal hier gucken. Ich habe nämlich ein bisschen was gebastelt. Und zwar haben wir jetzt hier hinten einen Frosch. Na komm her zu Papa. Hast du dich verlaufen? Ha? Kommst du nicht mehr raus? Ja. Na komm, komm her, komm. Ich gebe dir ein neues Zuhause, wenn ich dich treffe. Kann ich die gar nicht mit dem. Muss er bitte. Hallo? Aber. Da ist er. Noch ein? Ich glaube, das wird nichts. Nein? Das ist Stunden später. Ja, gut, ne? Er will mich doch veräppeln, oder? Nee. Gut, kriegen wir nicht. Wollen wir nicht. Warum kann man den nicht einfach? Kann man den mit der Hand fangen? Drauftreten oder so? Nein, wir werden natürlich nicht auf Frösche treten. So, also ich habe ein bisschen was gemacht. Wir haben jetzt hier schon mal die Abschlussmauer. Ne? Und dann habe ich das Ganze mal hier in die Richtung weitergezogen. Ne? Dass es hier so entlang geht. Bis hierhin bin ich gekommen. Ne? Das schaut ja schon mal ganz aufgeräumt aus. Und dann habe ich hier schon mal vorbereitet. Ne? Wir werden unsere Bananenplantage erheblich erweitern. Ja, weil die bringen nämlich gutes Geld, habe ich festgestellt. Ich glaube, für 20 Stück oder was bekommst du irgendwas um die 9.000. Ja, also das könnte sich rechnen. Mal abends. Ich habe nicht. Alter! Komm jetzt her! Ja. Wo kommt denn jetzt das wieder her? Was macht denn das Ei hier? Hat er jetzt den Frosch gefressen? Ich glaube es ja nicht. Ich glaube es ja nicht. Aber ich habe sowieso so die Befürchtung, dass das mit den Mauern und so bringt sowieso nichts, weil die spawnen eigentlich auch mal so im Hinterland. Ja, das bringt uns natürlich überhaupt nicht weiter. So, jetzt habe ich ausreichend Ausdauer hier verballert, indem ich den Frosch fangen wollte. Naja, kannst du machen nichts, ne? Musst du gucken zu. So, ich guck mal ganz schnell nach unseren Äpfeln, was die so treiben. Hallo, Äpfel? Gibt es noch keine, ne? Nee. Gibt es noch keine? Aber das würde ich auch ein bisschen anders machen. Wir werden hier die Bäume, die da nicht zugehören, werde ich rausfällen irgendwann und dann wieder mit neuen Äpfelbäumen. Mit neuen Apfelbäumen dann bestücken. Ne? Und ja, so der Plan. Ne? So der Plan. Ach so, hier haben wir jetzt auch neu. Wir können jetzt also auch Eisen schmelzen. Den habe ich noch angeschafft. Ja. Ne? Also ein bisschen was habe ich getan. Ne? So ist nicht. Ne? Also, hab nicht nur in der Ecke rumgeschaut. Ne? So, und dann ist ja hier unser der John. Da wollte ich doch gar nicht rein. Aber wir können mal gucken. Der hat ja jetzt Bananen, ne? Ja. Mich würde mal interessieren, was die im Verkauf kosten. Oh, that's the bananas. Ja. Oh, guck hin. Nee, danke.
Oder kaufe ich da welche? Nee, Quatsch. Wir warten, bis unsere was abwerfen, oder wir suchen schnell noch ein paar Bananen, damit ich die restlichen Dinger dann noch aufdödeln kann. Dieses Krokodil ist so nervig. Es ist so nervig. Aber ich habe schon den Tipp bekommen, ich glaube, das war von Dampflok, von wegen die Fallen. Nee, falsche Kiste. Falsche Kiste. Jedes Mal. Die Fallen so zu nutzen, dass man die Krokodile quasi auf 2 Schadenspunkte oder so runter ballert. Hey, na komm, na komm, 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 komm raus. Ja, so ist gut. So, und jetzt drehst du dich wieder rum. Genau. Dann kriegst du einen auf Poppers. So, dann gehen wir wieder weg. Da, 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 da. Na komm, nicht wieder reingehen. Oh, ey, da habe ich mich jetzt ein bisschen verschätzt. Ne? Komm, wir gehen mal hier lang. So, jetzt aber. So, und wieder weg. Ja. Und wieder weg. Und weg. Ja, so ist gut. Dreh dich wieder um. Ja. Und weg. Na komm, ich mach dich nur müde. Sonst mach ich nix. Ja? Oh. Oh, das war jetzt aber blöd. Bisschen verschätzt. Ah. So, jetzt müsste es doch eigentlich. Ich gebe ihm noch einen mit. Safety first. So. So, und jetzt wechsle ich mal auf die. Auf die hier, packt die uns hier so hin. So, ey, Cookie, Cookie, komm, na komm, na komm. So, und jetzt pick up und rennen. Lauf, lauf, Forrest. Aber es wehrt sich schon nicht mehr. Danke für den Tipp. Klappt, klappt. Und jetzt hier so rein oder was? Drop. Wir droppen mal. So. Ui, da fließt es dahin. Nee, keine Gießkanne, kein Ei. So. Ja, cool. Klappt. Ja, nice. Und weg ist es. Schön. Schön, 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 schön. Das gefällt mir. Habe ich irgendwas Tolles zum Essen dabei? Cooked Meat bringt uns 10, bringt uns 8. Das hauen wir uns doch mal hinter die Binsen. Komm, hau rein. Nee, reicht. Das reicht. Der Frosch hüpft immer noch, ne? Faszinierend. Ein faszinierender Frosch. So. Was haben wir denn hier für tägliche Aufgaben? Was haben wir denn da? 30, 75, 30? Das bringt ja gar nichts. Nein. Wenn es per Zufall passiert, ist okay. Ansonsten lassen wir das mal lieber gut sein. Ne? So, dann würde ich sagen, eiern wir mal schnell los und ich hole jetzt noch ein paar Bananen. Gießen brauche ich ja zum Glück heute nicht. Das gießt ja gerade von alleine. Das ist schon mal gut. So, na, du toter Frosch. Kann man dich eigentlich verkaufen oder so? Ich nehme dich mal mit. Wir nehmen ihn einfach mal mit. So, Bananas. Da oben sind Palmen. Ich weiß allerdings nicht, ob da auch Bananas rumfliegen. Wir werden es erleben. So, einmal rüberschwimmen. Jo, hallo zusammen. Ja, oh. Ne? Bist erschrocken. Ja, ich sehe aber keine Bananas. Nein. Keine Bananas, aber da unten wieder so ein fettes Krokodil. Ah, gerade keine Lust drauf. Da habe ich keine Lust. So. Dum di dum di dum. Da ist ein Fass. Das können wir uns mal zu Gemüte führen. Und Shiny Disk. Das ist doch mal. Ist ja schon nicht schlecht. Ist ja nicht so schlecht, ne? So. Was ist denn das? Ach so, ein Schild. Guck mal, das bringt ja auch 10.000. Das sollten wir uns gönnen, wenn wir schon hier in der Gegend sind. Ne? Na komm.
So. So einpacken. Das können wir dann schön beim John verkaufen. Das passt. Gehen wir mal hier rüber. Na, Frosch. Ich rede mit dir kein Wort mehr. Du lässt dich nicht fangen, richtig. Aber da mache ich garantiert irgendwas falsch. Guck mal, da sind doch Bananas, oder? Nee. Warum nicht? Doch, da, guck mal. Jede Menge, aber das sind doch die Bösen, die Bösen. So, guck mal, haben wir wieder Bananas? Da oben habe ich jetzt nichts gesehen. Ich gehe mal hier so rum. Da. Da kann halt hier irgendwo noch Bananen rumfliegen. Banana? Nana Banana. Nana Banana. Nana. Nee, schaut nicht so aus. Sehr bananenlos das Land. Ist natürlich nicht so schön, ne? Müssen wir nochmal über einen Fluss hier rüber? Oh ja. Und da gibt es garantiert Bananen. Bin ich mir sicher. Da hinten ist nichts, ne? Na ja, komm, hüpf mal drüber. Da muss doch Bananen geben, gibt's da nicht. Oh, wie viel gibt's denn von denen? Aber auch keine Bananas. Keine Bananen. Wie viel haben wir denn jetzt? Zwei. Das ist natürlich schon wenig. Schon wenig. Schwimmen wir mal eine Runde. Schau dir die Viecher an. Die normal gefiederten, die sind ja harmlos, aber die schwarzen, die sind nicht ohne. Ja gut, keine Bananen. Ein bananenloser Tag. Da. Ja, also, das ist doch Trauerspiel. Oh, da oben. Da oben, da oben. Bananas. Jawolla. So, dann haben wir vier. Ich glaube, ich habe noch drei Löcher vorbereitet. Es würde eigentlich jetzt schon reichen. Darum würde ich sagen, gehen wir mal wieder nach Hause. Gehen wir mal wieder nach Hause. Ich könnte noch ein bisschen Kupfer mitnehmen, bis die Axt hier durch ist. Wenn wir schon mal da sind, ne? Nehmen wir noch ein bisschen Kupfer mit. Copa. Copacabana. So. Haben wir hier durch. Jawohl. Drei schöne kleine. Dann können wir hier auch noch Holz mitnehmen. Mal alles wiederverwendet hier. Das ist doch ideal. Das war ja nicht mit dem Zeug. Quarz. Kann ich quarzen? So. Hier noch Kupfer abbauen. Ja, da hast du wohl recht. So. Und dann wieder Richtung nach Hause. Ja, das ist wieder Zinn, oder? Eisen ist ein bisschen schwierig. Bei Eisen müssen wir, glaube ich, wirklich mal doch runter in die Mine. Da hilft kein. Oh, ein neues Netz brauchen wir auch mal. Oh, guck mal. Haben wir, glaube ich, noch nicht, oder? Bin mir nicht sicher. Ich bin mir nicht sicher. Da. So, lass mal kicken. Hello, my friend. Habe ich eine. Habe ich überhaupt was zu verkaufen? Ja, klar. Hier, das war's. Das war's. Das wollte ich verkaufen. Und? Na, guck hin.
Ne? Klingt gut, nehmen wir mit. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Dann können wir hier mal. Tag. Mal gucken, ob ich den schon ans Museum gestiftet habe. Donation. Ja. Und hier. Donate. Ja, siehst du. Siehst du? Ja, hier komm, nimm. Ich bin ja nie so. Naja. Almosen. That's all. Gerne, gerne. So. Okay, der Frosch hüpft da immer noch rum. Auch nicht schlecht. Was gibt's an Tagesaufgabe? Want to trade. Alpha Kroko. Ah, bestimmt nicht. Bestimmt nicht. I have a blue flanny dress. I don't want any more. I'm willing. Ich brauche kein Kleid. Bist nasch? Nee, 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 nee. Nee, 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 nee. Aber wir müssen unser Huhn füttern. Animal Food. Zack, zack, zack. Animal Food für das Huhn. So, guck mal. Guck mal, was der Papa fein ist. Jo, fein. Futter, Futter, Futter. Futti, Futti, Futti. Ne? Komm, geht. Lass mal gucken, wie hoch habe ich dich jetzt denn eigentlich gestreichelt mittlerweile? Ne, falsch. Falsches Fenster. Hier sind wir richtig. Animals. Na, guck mal hin. Haben wir bald ein Gütehuhn mit Siegel und allem Pipapo. Na komm, lass dich knuddeln. Jawohl, lass dich knuddeln. Kleines Ding, du. Du Federkopf, du. So, genug Liebe versprüht. Wir kümmern uns um unsere Bananen. So, die hüpf. Die muss ich jetzt erstmal wieder vorbereiten. Tschack. Dang, 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 dang. So. Da, 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 da. Und rein damit die wachsen. Was will das Känguru da hinten? So. So. Und hier noch hinein. Nein, hier. Und dann haben wir es doch. So. Dann müssen wir das Ganze nur noch zumachen. So. Einmal hier rüber, einmal hier rein. Und hier das gleiche Spiel. Einmal rüber, einmal rein. Ist da mal wieder was gut gemacht. So, zack und zugemacht. Da haben wir doch schon mal einen guten Fundus an Bananen dann. Ist doch schön. Warte mal, ich muss jetzt nur noch mal den Weg hier fertig machen, aber ich habe die Steine nicht. Deswegen gehen wir jetzt mal hier rüber. Steine waren hier. Genau. So, können wir das hier reinpacken. So. Und einmal hier schön machen den Weg, dass das passt. Klapp ab, klapp ab. Ja, ist doch gut. Das passt doch. Ich bin ja, glaube ich, ne, das passt schon. Hier haben wir dann noch, hier müsste ich noch einen Weg ein bisschen pflastern hier, dass es einigermaßen schöner ausschaut. Ne, schön bau, ihr wisst Bescheid. Ja. Habe ja extra genug von diesen Wegen gemacht. So. Nee. Hier rein. Passt. Perfekt. Ist doch schön. Ist doch ideal. Gefällt mir. Das gefällt mir. So, aber was mir nicht gefällt, ist hier. Leider einer. So. Ist der auch mal weg. Stattlich, stattlich. Vielleicht bauen wir das nach hinten sogar noch aus. Dann haben wir immer schön so eine kleine passive Einnahmequelle. Ne? Heutzutage ganz wichtig. Ganz wichtig. Komm, ich kann ja auch mal hier ein bisschen wegholzen. Das passt. Hallo. Na du, können wir reden? Mit der Axt in der Hand? Keine Ahnung, sie will da nichts Böses tun. Warum kann ich nicht mit ihr reden? Hallo, Spiel? Oh. Hä? Warum kann ich nicht mit ihr reden? Hey, jetzt. So, I will like be dark soon. It will like be. Ja, es wird bald früher dunkel. Ja, es ist schön, es ist meine Lieblingszeit. Ne? Kannst du. Ne? Gucken wir mal. Hast du einen Job? Ja, habe ich.
Mangrove Sticks 4? Na klar, müssen wir sogar noch haben, oder? Ah ja, klar, helfe ich dir doch. Ja, bis zum Ende des Tags. Deswegen beeilen wir uns mal und gehen zu unserer Holzkiste. Und da müssten wir doch, ja, guck mal hier, haben wir doch. Eins, zwei, drei, vier. So, das können wir ihr doch geben. Einfacher Job heute. Ah, here you go. Ja, und die Frank. Ja, bin unglaublich weit gelaufen. So, bitteschön. Wo ist es? Hier. Ja. Was ich lüge? Also, ja. Was kriege ich? Ja, jetzt muss ich gleich. Was kriege ich? Was haben wir jetzt gekriegt? 1000. Okay. Das ist so in Ordnung. Ja. Das ist doch in Ordnung. So, jetzt wird es aber echt früh dunkel da. Aber schön, ne? Ich habe auch ein bisschen den Weg so ein bisschen ausgeleuchtet. Ne? Ach, schön. Gefällt mir. Ich finde ja schon, dass mir das gefällt. Ne? Wir machen es uns hier richtig schön. Und vor allen Dingen mit aller Ruhe. Ne? Klar, andere Let's Player sind schon meilenweit weiter, aber ich sag mir, pff, komm, das ist hier zum Runterkommen. Ich will hier keinen Wettbewerb gewinnen. Ne? So, warte mal, ich hatte doch auch noch, wie viel haben wir denn da? 11. Die können wir eigentlich mal mit verbauen, hätte ich gesagt. Können wir eigentlich mal machen. Und zwar bauen wir hier uns hier. Tschack. 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 Und dann, oh, warte mal. Nee, 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 nee. Das nehmen wir mal wieder mit. Das machen wir anders. Zack. 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 Das machen wir anders. Das machen wir doch glatt anders. Dann nehmen wir uns das und das Fleisch kommt weg. So. Weil ich mir nämlich gedacht habe, wir machen das so. Dup, 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 dup. Dann schaut es ordentlich aus, ne? Dup, 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 dup. So. Dup, dup. Wir wollen es ja schön haben. Na, dann können wir hier noch zumachen. So. Perfekt. Sehr, guck mal hier, schaut doch gleich ganz anders aus. Und wenn wir jetzt nämlich hergehen und machen nämlich diesen hier. Dann haben wir nämlich unsere Bananenplantage nämlich mal schön eingezäunt. Na komm. So. Ja. So ist genau hier, komm. So. So. Ja, guck mal, schön. So liebe ich das. Ach, ist das schön. Ja, ich bräuchte eigentlich noch mal Treppen, ne? Wie war das? Was kosten die uns? Palmwood, okay. Was haben wir hier? Stone Steps? Zement Steps? Wie viel kann ich da machen? 8 Stück, oder? Ne, 4. Komm, reicht. Das reicht. Ach, ich kann doch noch mal. Aber brauche ich die jetzt gerade? Ne, brauche ich gerade nicht. Aber kann hier schon mal auswählen. Gut. Da, 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 da. Tak, tak. So, geht's hier einmal hoch. Und natürlich einmal hier so hoch. So. Na, schau mal hin. Schaut doch gleich viel schöner aus. So. Verlieren wir zwar einen Farn, aber mein Gott. Ist ja nur Farn. Ne? Machen wir uns hier richtig, richtig schön. Hallo? Achso, so schön dann doch nicht. Das bedeutet, ich muss erstmal hier diesen hier machen. Und dann kann ich diesen hier machen. So, ist das schön eingefasst. Das passt doch. Das passt doch. Das gleiche können wir eigentlich da hinten machen. Ne? Hier. Machen wir hier noch einen hin. Sehr schön. Sowas mag ich. Sowas entspannt mich auch unglaublich. Na, einfach mal so ein bisschen Welt bauen. Hier können wir eigentlich auch noch eine hinsetzen, wenn er mich lässt. Hier so. So. Und dann können wir nämlich hier das noch einmal einfassen. Hier machen wir es ein bisschen schöner. So. Ja, schön. Ja, schön. Tack, tack,
Reicht erstmal, warte mal, ich kann hier noch eins machen. Dann bleibt es hier zu und dann das hier so. Und dann hole ich mir mal schnell meine Schaufel. Wo nehmen wir es denn jetzt weg? Hier ist doch ganz gut. So, dann können wir nämlich hier einmal voll machen. Ist nicht so gut, ne? Ganz schön viel laufen hier. So, aber das ist ja schnell gemacht. So viel Geduld werdet ihr doch wohl auch haben, oder? So. Zack. Ich mache das jetzt, auch wenn es jetzt nicht viel bringt, aber ich finde halt, es schaut halt einfach schöner aus. Das Auge spielt mit. So, einmal hier hoch. Dann noch einmal hier ein bisschen abknabbeln. Und dann können wir da. So. Und vielleicht noch den hier. So. Und das Ganze dann hier so hin. So, und dann können wir es verkleiden. Oh, ich habe bloß noch einen. Oh. Ah. Müssen wir erst wieder Steine sammeln. Aber wir sind schon wieder ein Stück weiter gekommen. Dann kann ich mal meine Schubkarre mitnehmen. So, wo parken wir die denn? Wo tun wir die denn parken? Parken wir sie hier. So, dann ist es schön aufgeräumt. Ne? Ordnung ist das halbe Leben. Und die andere Hälfte auch. So, dann habe ich ein Rezept gekauft. Und zwar können wir jetzt auch hier, ne, Beschilderungen machen. Da nehme ich mal das mal mit. Da machen wir uns nämlich ein paar Schilder. Ne, da muss ich nämlich bei den Kisten nicht so viel rumsuchen. Und dann würde ich auch vorschlagen, machen wir so ein kleines Lagersystem. Da muss ich aber mal gucken, wie wir das machen. Am besten wäre es eigentlich hier. Aber eigentlich hätte ich es auch gerne immer so in der Nähe von den Dingen, die wir da gerade bauen. Dann würde ich ganz gerne noch was anderes machen. Warte mal. Zack. Wir nehmen mal das hier weg. Das weg. Dich packe ich mal kurz ein. So. Und wir machen das weg. Und lass mal kicken. Das weg. So. So. Und jetzt müsste ich eigentlich gucken, dass ich diese Holzböden herstelle. Das waren die, ne? Palmwood. Okay. Wir machen Palmwood und dazu brauche ich Palmwood. Wer hätte das gedacht? Habe ich kein Palmwood? Palmwood. Guck mal. Haben wir noch. Habe ich doch. Nicht so, dass wir nichts haben. Hier, guck mal, Palmwood. Reicht eine Fuhre. So, und da tauschen wir jetzt gleich mal aus. Wo ist es? Bin jetzt gerade blind. Da. Wenn man Finger drauf hat, sieht man es natürlich nicht. So, dann verkleiden wir uns das nämlich hier nochmal schön mit Holz. So. Schau, die Ecke nehme ich auch ein bisschen schöner aus. Ja, gefällt mir. So, und dann habe ich ja jetzt wieder hier ein bisschen übrig. Dann können wir das doch fertig machen. Ist doch schön. Tschock. Und tschock. Sehr schön. Ja, das passt. Das passt wunderbar. Wie spät haben wir jetzt? Gleich 10 Uhr abends. Sollten wir dann vielleicht immer ins Bett gehen? Okay. Das haben wir auch. Ach ja. Guck mal, ich habe schon ganz kleine Augen. Und ganz müde, der Bub. Oh. Hm. Der arme Kerl. Komm, dann schicken wir ihn mal ins Bett. Schauen, was der neue Tag bringt. So. So, was haben wir denn heute Schönes erreicht? Okay, Mining haben wir auf ein neues Level, das ist schön. Und wir haben auch ein bisschen Knete verdient. Das ist doch wunderbar. Das ist doch wunderbar.
Franklin! Oh, Franklin ist da. Aber ich habe nicht so viele, ne? Die einen habe ich schon verkauft gehabt. Lass mal gucken, wie viel habe ich? Eine. Na gut, erstmal die Pflichten. Na, die Post ignorieren wir jetzt mal ganz kurz. Ich gieße mal meine Tomätchen. So. So. Perfekt. Das haben wir erledigt. Dann muss ich gucken, wie es unserem Huhn geht. Futter ist noch drin, da liegt ein Ei. Das nehme ich mit. Nein, nicht hüpfen, nicht draufhüpfen. Dann noch Huhn streicheln. Guten Morgen, Kornkit. Nein. Was ist denn los? Was ist los? Ich will die nicht gießen. Ja, guck mal. Einmal am Bürzel. So. Ja. Ja, guck mal. Ist doch schön. Bald kriegst du auch noch hier Spielkameraden. John, guten Morgen. Kann ich dir eigentlich irgendwas helfen? Gibt's was zu tun für uns, John? Need anything? I want to be a trouble. What are you really trying to catch an anchovy? Was? You can usually catch anchovy in the Southern Ocean. Och nö. Keine Zeit. Das Angeln ist irgendwie, egal welches Spiel, ist nicht so meins. Wenn ich es nicht unbedingt muss, mache ich es auch nicht. So, Post. Mal los. Hallo. Lass mich die schlesen. Hallo? Jetzt. Animal Research, Animal Research. Oh, da haben wir ja was. Vom Animal Research Center. Okay, open. To Gliskid, we have returned your simple animal trap. Oh, das ist aber nett. Vom Animal Research Center. Oh, das ist aber gut. Das ist gut, dass die es das zurückschicken. Ist ja hier im Pfandsystem. Cool. So, und was gibt's noch? Open. Oh, guck mal, 9.600 für ein Kroko. Ah. Was? Wie, ihr schickt das wieder zurück? Nein! Nein! Ach, habe ich gar nicht genommen, ne? So, jetzt. Warte mal, dann können wir die auch gleich löschen. Ansonsten haben wir nämlich hier einen Haufen Müll irgendwann drin. So. Ja, hat es wieder 9.000 gegeben. Da könnten wir doch eigentlich rein theoretisch auch jetzt hier mal. Nein, Oma. Guten Morgen erstmal. So, 59.000 haben wir noch offen. Wir donaten mal ein bisschen was. Und zwar, was donate ich denn? Komm, wir machen mal 19.011. So. Dann haben wir das mal ein bisschen reduziert. Dann war es jetzt, glaube ich, nur, warte mal, dann sind es, glaube ich, nur noch 40. Ne? Richtig? Ja. Sehr schön. Nein. So. Dann haben wir bloß noch 40. Wir könnten losziehen und schauen, ob wir noch so ein paar Schilder finden. 4 Stück an der Zahl. Das wäre natürlich ideal. Ne? Das wäre natürlich ideal. Hier habe ich gerade jetzt nichts zu tun. Die Bananen brauchen. Dann würde ich doch mal sagen, schauen wir uns doch einfach mal um, ob wir noch so Schilder finden. Ein bisschen so einfach mal morgens in Australien an einem Samstag. Ach ja, durchs Outback. Ist überhaupt nicht gefährlich. Im Normalleben. No, hier geht es ja einigermaßen. So, aber wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Ist klar, wenn man die Dinger nämlich speziell sucht, sieht man weit und breit ganz. Aber wir können ein bisschen durch die Gegend schlendern. Mal schauen, was uns so entgegenspringt, kommt. Ich glaube, die Lizenz für die Wasserfahrzeuge habe ich nämlich auch mittlerweile. Oh, hier gibt es aber jede Menge, ne? Gibt es hier. Ihr seid auch nur schnöder Stein, oder? War da was? Stone, ja. Schnöder Stein. Nichts Aufregendes. Aber, warte mal, ich habe doch aber. Gott, ich bin schon wieder so voll. Das ist nicht gut, dass ich so voll bin. Gießkanne brauche ich gerade nicht. Guck mal, das können wir mal raushauen. Das brauchen wir gerade nicht. Ach, Stein finde ich an jeder Ecke. Die können wir auch, die gibt es auch an jeder Ecke.
Essen kriegen wir dann auch weg, weil ich ja noch essen muss, garantiert dann irgendwann. Ach, ich hätte mir die Taschen. Jedes Mal der gleiche Fehler, ne? Du latschst los, machst dir King Kopf und denkst dir, ach komm, kriegen wir schon hin. So, hier komm. An den Quallen vorbei, in der Hoffnung, dass kein Hai kommt. Wir können ein bisschen tauchen üben. Guck mal. Schön hier. Und wieder. So, bist auch nicht schneller beim Tauchen. Ist natürlich nix. Aber lass mal gucken, ob wir vielleicht ein bisschen Glück haben, irgendwas ganz Tolles finden. Warte mal, kann ich ja so lassen. Na, guck hin. Ich hatte es im Urin. Ach ja, ein Old Toy. Sehr schön. Da komme ich mal das Loch wieder zu. So, einmal ein Loch wieder zugemacht. Ich wollte mir mal gucken, was da drüben jetzt ist. Tschüpp. Ob es da irgendwas Tolles gibt auf dieser einsamen Insel. Ein Schild auf jeden Fall nicht. Ah ja, Kupfer haben wir hier, okay. Dann haben wir hier kleines Fass. So, dann haben wir wieder einen Motor, das ist okay. Aber ansonsten gibt es jetzt hier nichts Spektakuläres, ne? Ist hier nichts. Gibt nichts. Gibt auch keine Insel hier draußen. Ein bisschen ruhig hier. Gibt es anscheinend nichts. Doch, hier. Hier. Gucken wir mal. Ja. Nicht das Erhoffte. Pocket voll. Bleibt es eigentlich liegen? Gute Frage, ne? Gute Frage. Komm, wir haben die Taschen voll. Das bringt uns ja nichts. Du bist hier. Auch nichts Besonderes. Nichts Besonderes hier weit und breit. Nö, gar nicht, überhaupt nicht. Nada, niente, nulliger, nichts, gar nichts, gar nichts. Ja, zumindest machen wir mal hier hinten. Ist ja auch mal was wert. Ist ja auch mal was wert, ne? Känguru. Find's da auch, ne? Muscheln sammeln habe ich jetzt keinen Bock. Switch mal darüber. Könnte man machen. Wir könnten nur da drüben noch mal gucken, ob es da irgendwas Tolles gibt. Aber das werden wir dann in der nächsten Folge von Dinge machen. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen restlichen Abend, nämlich, und verabschiede mich. Wir sehen uns. Bis bald und tschüss.